Hallo zusammen, eure Brettspiel-Heroes. Und wenn ihr dieses Video seht, haben wir die 2000 Abonnenten erreicht. Way. Hey! Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ja, in erster Linie natürlich vielen Dank an Tobi, der uns das hinterlassen hat. Also dieses Fundament, damit wir überhaupt ja, anfangen konnten. Und jetzt können wir euch sagen, Tobi geht's besser. Und wir hatten vor kurzem haben wir noch getroffen, haben zusammen was gezockt. Also auf jeden Fall. Ihm geht's also, auf jeden Fall besser. Er ist wieder spielsüchtig wie eh und je. Genau. Ja. Und von daher, ja, dann nochmal für die Community, also ein Dankeschön auch an die Community, für die, die jetzt auch bei uns geblieben sind in unserem Kanal und auch für die Neuen. Genau, für die Neuen. Thank you! Weil für uns war der Start natürlich, könnt ihr euch vorstellen, so von einem Tag auf den anderen war es so gefühlt, mussten uns da auch erstmal so reinarbeiten, aber es ist schön, dann die Kommentare zu lesen. Auch viele haben uns privat geschrieben und uns ja, viel Erfolg gewünscht. Also auch danke auch an gewissen YouTuber, die uns ja auch immer uns genau. Wieder aufgebaut haben. Das war sehr interessant. Ja. Das war auch am Anfang nicht einfach gewesen, weil wir wussten nicht, wie startet man da jetzt rein, was, genau. Wie wir das Format machen können. Wir hatten auch nicht mal eine Wand gehabt. Ja, ihr habt auch. Wir fingen mit nichts an, könnte man sagen. Genau. Das war für uns ein Null. Mit zu vielen Abonnenten, sage ich mal, für den Anfang, die teilweise auch eine hohe Erwartung gehabt haben, selbstverständlich, gerade wegen genau. Tobi. Und wir versuchen denen natürlich immer gerecht zu werden, aber wir haben jetzt mittlerweile unser eigenes Ding genau. In die Richtung, in die wir jetzt gehen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und ja, finden toll, dass es so gut aufgenommen wird von euch. Richtig. Und deswegen auch an dieser Stelle vielen Dank an die Verlage, weil wir haben Verlage angeschrieben, ob die uns bei dieser Idee unterstützen möchten, denn wir haben ein riesen Gewinnspiel. Der Thomas hat da nur rumgetippt. Gefragt, wie er euch dann wieder, sage ich mal, ja, eine Freude machen könnte. Genau, richtig. Genau. Und die Verlage haben uns so toll unterstützt dabei. Und deswegen fangen haben wir mal ein an, ne? Paar Gewinne für euch. So, wir fangen mit dem ersten, ja, Gewinnbrettspiel an, kann man so Gewinnbrettspiel, genau. Das ist Zauberlehrling gesucht. Und das Spiel haben wir leider noch nicht vorgestellt. Aber ein wunderschönes, ein wunderschönes Spiel, wo ihr Kristalle sammeln müsst und könnt die dann einsetzen, um euch zu bewegen, Aufträge zu erfüllen. Also ein sehr schönes Spiel. Das musst du auf jeden Fall mal präsentieren, das Spiel, wenn wir das dazu kommen. Das müsste ich mal präsentieren, ja. Weil es ist wirklich ein tolles Spiel. Ach, du hast auch diese Kristalle auch dabei, ne, die dann mit genau. Im Spiel sind und in jeglichen schönen wirklich, Formen. Wirklich sehr schön. Aber es ist natürlich darauf heiß, was wir noch für genau, also Spiele ich glaube, sonst wird das wirklich viel zu lange dauern. So ein Preview oder ein Review, die nachher kommt. Ja. Jetzt kommen wir. Ubongo Solo. Das ist bei Cosmos erschienen. Klar, Ubongo wie die anderen Spiele. Was ich gesehen habe, das kommt Solo. Ich hätte es am liebsten selber ausgepackt, aber ja. Ich habe auch gerade gedacht. Ich habe gerade gedacht, das Spiel habe ich noch gar nicht und ich würde es ja. Gerne haben. Tja. Aber wie ihr sehen könnt, geht's an euch. Für euch. Genau. Ihr könnt das jetzt Solo spielen. Sehr interessant. Sehr gespannt. Das könnt ihr auch hier gewinnen. Wie gesagt, um so ein Spiel zu gewinnen, das können wir jetzt schon mal sagen, sagen wir am Schluss auch nochmal, müsst ihr halt uns abonnieren, das Video einen Daumen hoch geben genau. Und einen Kommentar schreiben. Aber sagen wir noch am Ende nochmal genau. Genau, sagen wir am Ende nochmal, aber damit ihr schon mal vorher wisst. Genau, falls ihr euch nicht alles angucken wollt, machen wir das direkt mal. So, einfach noch rüber switchen zum Spiel zu spielen. Ja. Dann kommen wir zum nächsten, das lassen wir erstmal ganz am Ende, ne? Das ist ja ein super Highlight. Aber fangen wir mal mit Super Hot The Card Game an. Genau, von Board Game Circus. Also die haben die deutsche Lokalisierung gemacht. Die auch bei Spieleschmiede auch unterstützt worden ist, das Spiel. Auch genau. Erfolgreich. Und es kommt ja aus dem Computer, in die Computerspielbereich-Szene. Ihr seid halt Agent und versucht dann in kurzer Zeit so viele ja, Bösewichten umzuschlagen, zu erschießen. Zu erschießen, aber das ist bei YouTube zu sagen. Ja, ich denke schon. Du hast, ja, ich habe noch gar nicht, also ich habe das gesehen und das fand ich vom Cover her cool, aber ich habe es noch nicht gespielt oder so. Ich bin ein Indie-Computer-Nerd ja, und ich liebe und deswegen, ich habe es aber auch noch nicht gespielt, leider noch nicht, aber ich weiß, wie der Computerspiel funktioniert und man hat gesagt, dass es dann halt auch auf aufbaut. Ja, super hot. Super hot. Uiuiui.
Thomas, ja. Jetzt kommen wir hier zum Einbrecher-Gangster. Rob and Run, ein kooperatives Spiel, wo ihr eine Bank ausraubt und müsst dann von der Polizei weglaufen. Ein sehr interessantes Spiel, wo ihr hier, ja, die Polizei verfolgt euch und ihr müsst weglaufen und da gibt es verschiedene Aufgabentypen, sage ich jetzt mal. Mhm. Beim PD-Verlag erschienen. Interessant, ich habe es schon mal gesehen, du hast mich schon mal darauf angesprochen, aber das müssen wir mal unbedingt mal probieren. Das sieht wunderschön aus mit diesem Gebäude und soll hier kein Review werden. Von daher gehen wir zum nächsten Spiel. Genau, zum nächsten. Ich lasse mich immer zu leicht verlocken, wenn ich diese Spiele sehe. Da funkeln ja die Augen immer so sehr. Jetzt kommen wir wieder zu ein etwas kleineres und feines Spiel. Ja, aber da fehlt noch was zu. Oh, weil ihr denkt, weil aha, natürlich ist das die Erweiterung. Machen wir es damit zusammen? Mit Hauptfeuer, ja, klar. Ja, wenn ihr bekommt hier Baldora mit der Erweiterung. Und bei Baldora habe ich sogar eine Story. Das ist das erste Spiel, was ich in Essen gespielt habe. Also, ich glaube 2008 oder so. Müsste hinten draufstehen, wann es erschienen ist. Das ist das erste Spiel, was ich in Essen gespielt habe mit meiner Familie. Das heißt, ich habe so eine persönliche Bindung zu dem Spiel. Und ich fand das Spiel immer gut. Wenn ihr Baldora kennt, ich fand immer, im Grundspiel gab es immer, ich glaube, weiße Aufträge waren es. Genau, weiße Aufträge, die ziemlich viele Punkte gaben. Und dann war es halt immer so, dass man auf die weißen Aufträge gegangen ist. Deswegen ist diese Erweiterung in meinen Augen ein Must-Have. Also wenn ihr Baldora habt und die Erweiterung noch nicht habt, es sieht zwar klein aus, aber holt euch die auf jeden Fall. Ich finde auch sehr schön mit diesen Holz. Ja, das sind so Holzbücher. Das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Das ist auch von Michael Schacht, der Zoloretto gemacht hat. Ich kann das gar nicht bisher, aber das müssen wir mal gerne mal das probieren. Das können wir sehr, sehr gerne nachholen. Baldora. So. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel von Ravensburger. Was ganz anderes. Ja, ist halt der Klassiker bei solchen, ja, bei Ravensburger selber an sich, ne? Genau, Saumaumau. Denkt euch sicherlich, was? Aber es ist ein sehr interessantes Konzept, weil es kombiniert, wie der Name schon sagt, Mau Mau mit einem Wettrennen. Das heißt, ihr legt Karten aus und, ja. Versucht dann, ja, der schnellste Sau zu sein, ne? Mit den... Oder wettet auf Säue. Genau, wettet auf Säue. Ganz komisch. Ganz komisch, aber ganz interessant. Interessant, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sag mal. Dann kommen wir zu ein schönes und neues Spiel von Hans im Glück. Race to the New Foundland. Bam, das ist Handy schon direkt runtergefallen. So krass war das. Mhm. Ja, ein Kennerspiel, was bei Hans im Glück erschienen ist. Wir haben es selber noch nicht gespielt. Das werden wir in Zukunft nachholen. Und da haben wir aber auch ein Video hochgeladen, weil als wir in Nürnberg waren, wurde uns das vorgestellt. Schaut euch mal das Schmidt-Video an. Da ist es dann dabei. Ich finde es wirklich von der Grafik wunderschön. Ne? Ja, und ich bin auch sehr gespannt. Und dann so ein Rennen auch zum neuen Länder, Kontinenten entdecken. Ja, das hat was. Christoph Kolumbus lässt grüßen. Genau. Dann so ein sehr feines Spielchen. Oh ja. Ein kleines Spielchen, aber sehr schönes Spiel. Ja, ein sehr schönes Spiel. Gerade von IDVenture. Gerade für Escape Friends. Genau. Wenn ihr euch denkt, okay, was ist das? Das ist ein Escape-Spiel mit wunderschöner Grafik. Also es ist der unvollendete Fall von Holmes. Und zwar hat Sherlock Holmes einen Fall zurückgelassen und ihr müsst den lösen. Und das sieht man vielleicht hinten schon mal so ein bisschen Artwork. Klar, können das jetzt nicht aufmachen, wollen euch ja nicht spoilern. Ihr lädt auch euch dazu auch eine App herunter. Genau. Gibt es hier auch noch bei Google und bei Apple. Und das ist so ein halt, interagiert mit dem Tablet oder mit dem Smartphone, je nachdem, was ihr da habt. Und könnt dann halt dementsprechend so diesen Rätsel hier lösen. Eine Art Kombination, ne, aus beiden. Ja, es ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Spiel, eine Art neuer, ist auch ein neues Spiel. Na, schon ein bisschen länger, aber... No, ah, stimmt, dann nochmal. Ja, nochmal, das andere... Das andere war das ja... Das andere, ja. Das okay. Kommt gleich. Kurz und knackig, nochmal. 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 Kennt ihr wahrscheinlich schon. Eine der tollsten und... schönsten Würfelspiele. Würfelspiele, Knüffelalternativen, die es auf diesem Markt gibt. Ja, könnt ihr jetzt hier bei uns gewinnen. Ja. Genau. Und gerade wenn wir direkt was anderes holen. Ja, wenn wir eigentlich hätten wir das Einwürfelspiel erst holen sollen und dann nochmal. Erst das Neuere, dass wir nochmal das Schmidt spiele.
Genau, das Neue, ganz schön clever. Ja, das ist auch in dem Video drin. Das heißt, ja klar, die Schmidt-Neuheiten haben wir ja in Nürnberg gesehen. Und das ist dann nochmal so eine Weiterentwicklung von nochmal. Ah. Genau. Das, ja, freue ich mich, das mal anzutesten. Ja, ich bin ein großer Fan von solchen Würfelspielen. Genau, das werden wir auf jeden Fall bald mal antesten. Ich bin gespannt, was das für eine Mechanik da drin hat. Ja, aber muss ja ganz schön clever sein, das Spiel, wenn das wenn schon so ein Name schon das sagt. Ja. Uiuiui, ja. Jetzt kommen wir zu einer der schönsten. Thomas, du hast schon so lange, du hast mit mir noch nie gespielt, obwohl ich dein Brett Bro bin. Brett Bro. Ich werde den Kanal so nennen müssen. Brett Bro? Die Brett Bros. Brett Bro. Nein. Ja, das genau. Das wäre nämlich Hanami Koji. Hanami Koji. Hanami Koji. Ja. Ein wunderschönes Zwei-Personen-Spiel, ja, wo er die Geishas, also das sind halt die modernen, ja, Lustfrauen, die modernen, ja, das waren halt Frauen. Ja. Mit Rotlichtviertel. Rotlichtviertel, aber auf hohem Niveau. Ne? Die hatten bestimmte, die hatten bestimmte Fertigkeiten und auch Fähigkeiten, die können mussten und die Kunst des Verführens, also wirklich ein. Und das halt in einem wunderschönen Artwork verpackt. Ja, das ist super. Grinst er sich hier nicht. Ich konnte da gar nicht ernst bleiben. Keine Ahnung. Ich steck das lieber ab, bevor hier. Ja, ja, ich konnte da gar nicht ernst bleiben. Aber es ist ein wunderschönes Zwei-Personen-Spiel. Ringe die Gunst des Geishas. Ja, das ist bei Emperor's 4 ursprünglich erschienen, jetzt bei Cosmos. Und ja, Emperor's 4, da sind auch noch ein paar schöne kleine Spiele dabei. Mhm. Wenn ihr die noch nicht kennt. Und jetzt kommen wir zu einer der. Die ich jetzt gesehen habe, mitunter eines von Cover her und allgemein von einer der schönsten Spiele, die ich jetzt bisher gesehen habe. Ja. Das ist echt cool, dass wir euch das auch schon verlosen können. Eine Neuheit von Yellow. Ich würde am liebsten wegrennen und dann lauf. Ich muss so für euch machen. The Legend of the Cherry Tree. Ja, ein Push-Your-Luck-Spiel, in dem ihr Kirschblüten aus dem Sack zieht ja, müsst dann verschiedene Sets sammeln und ja. So wunderschön. Also wenn man da, wir haben ja auch dieses eine andere Frauenspiel da mal präsentiert. Was ist Frauenspiel? Nein, wie ist das nochmal? Frauenspiel? Ich weiß es nicht. Ist ein Vogel da. Ach, Saikatsu meinte. Ah, genau. Ja. Und von daher, das ist auch so ein Spiel, wo man das hinpacken kann. Und wenn da eine Frau sagt, nein zu diesem. Ja, sind Frauen, ich erinnere mich. Ja, wir müssen ja dazu motivieren, dass wieder mehr Frauen Brettspiele spielen. Genau, wird Zeit. Und das möchten wir unbedingt auch, weil es gibt auch einige weibliche Freundinnen in unserem Freundeskreis, die wir immer mehr dazu motivieren können. Das stimmt. Und mit so einem Spiel klappt das dann. Klappt das perfekt. Besser. Aber natürlich gibt es auch bei dem auch Fantasy-Spiele. Deswegen. Das stimmt. Deswegen kommst du jetzt. Sollen wir den Fantasy-Spiel? Ja, sehen? Das Fantasy-Spiel. Wenn das auch zweite. Auch wunderschön. Also am liebsten würde ich nicht zeigen. Ich habe jetzt gerade Angst, dass er hier wegläuft. Würde ich das irgendwie hier wegfallen lassen, damit es dann der Thomas nicht merkt. Ja. Fairy Tale. Fairy Tale sogar? Fairy Tale. Oh. Oh, clever. Fairy Tale. Ja, klar, wegen den Teilchen, die da. Die Teile, die da zusammenkommen. Du fuchst. Ja, da müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen. Also, ihr habt so euer eigenes Buch. Man muss dann so die Aufträge erfüllen, Drache müssen, Krieger sehen oder den Ritter und so weiter. Ja, ihr erzählt auch eure eigene Geschichte, das ist auch das Schöne. Jedes Mal, wenn ihr ein Plätzchen legt, könnt ihr die Geschichte weitererzählen und sie vollenden. Und das ist eine Art Geschichte-Erzählspiel, wie du es auch gesagt hast, mit Aufträgen erfüllen und die Prinzessin retten gegen den Drachen und sonstige Sachen. Ist der Drache da böse in diesem Spiel? Bestimmt ist er meistens immer böse. Ist schon ein bisschen böse. Also oft böse, nicht immer. Es gibt's ja. Aber hier ist ein bisschen. Die Gefahr. Also eine Gefahr, ne, die man umgehen muss. Und die müssen die Prinzessin retten. Ja, wunderschön. Ach, so wunderschön. Das stimmt. Das nächste Spiel. Fairy Tail. Fairy Tail. Tail. Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten. Die beiden Packs des Gummis, glaube ich, abgegangen. Genau, es sind jeweils zwei. Genau. Es sind jeweils zwei Packs. Das sind zum einen das Force of Will. Ja, das Starter-Deck. Genau. Und zwar bei dem. Das ist das neue Starter-Deck und auch neue Booster, die es jetzt bei Force of Will gibt. Der Tobi hat dazu ein Video gemacht, das werden wir auch am Ende nochmal verlinken. Und hat euch da erklärt, wie die Regeln funktionieren. Hat er sogar im Mage Store hat er ein Video zu gemacht. Und jetzt gibt es ein neues Starter-Set dazu. Nämlich die verbotene Macht und halt auch neue Booster-Pakete. Denn es ist ein TCG. Wach und so, was? Ja, ich. Ja. Guck,
Der ist, wird schon reingucken, was drin ist. Ja, als, aber als Kind habe ich ja Pokémon, Yu-Gi-Oh!, ja, Magic-Karten gesammelt und ich das, diese Sucht zu wissen, was ist da drin? Es ist eine wertvolle Karte und eine starke Karte drin. Es sind halt, genau, jeder kriegt, also wir verlosen einmal das Set, verbotene Macht mit drei Boostern. Und dann natürlich das andere Set mit den, ja, das Blut der Drachen. Genau, auch mit drei Boostern. Auch, Starterdeck, auch mit den drei gleichen, sag ich mal, Booster, wie auch bei den anderen gewesen ist. Nur mit unterschiedlichen Starterdecks. Also Force of Will, wie gesagt, Thomas auf den Kanal von uns mal nachschauen. Da gibt es auch eine Regelerklärung und alles Mögliche. Genau, hat der Tobi ein echt super Video zugemacht. Jetzt kommen wir zu wieder ein, bevor wir zu einem ganz großen epischen Spiel kommen, erstmal zu einem kleines Spiel und feines Spiel. Vampire Queen, ein Stichspiel. Wenn der Morgen graut. Genau. Was ist ein Stichspiel? Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das Stichspiel richtig war. Auf jeden Fall geht man auf Vampirjagd, bevor ich jetzt weiter gucke. Auf Vampirjagd? Ja, man geht auf Vampirjagd. Vampire Queen? Ja, muss man die Vampire Queen. Die Vampirkönigin finden. Das müssen wir auch mal spielen. Das müssen wir auch mal spielen, ja. Ups. Ups. Ist jetzt rausgeschnitten. Wir können eigentlich das Video schneiden und dann immer, was uns gefällt, was alles gefällt uns hier. Ja. Ja, wie ihr sehen könnt, Vampire Queen. Ja, tu es weg. Ja. Jetzt kommen wir zum einen sehr schönen, haben wir noch? Kleinen, bevor wir mit den... Der ist schon drin. Ja, das ist auch Mist, ist schon drin. Ein schönes, wirklich schönes Familienspiel. Ich habe das Spiel selber gespielt. Hast du schon auch gespielt? Ja, klar. Ich habe sogar auf dem Brettspiel-Event letztes Jahr erklärt. Ja, und das ist, wie gesagt, eines, eher was für Familien, wie du gesagt hast. Ja, ein Familienspiel. Und da müsst ihr halt versuchen, so gut wie es geht, viele Schafe zu bekommen, ohne dass der Fuchs das klaut und könnt eure Wachhunde da aufstellen. Gott, das habe ich vor halbes Jahr mal gespielt. Ich hoffe, ich erkläre es gerade richtig. Ja, aber so eine Art war es auf jeden Fall. Ja, genau. Also, ist ein sehr schönes ein sehr schönes Spiel. Jetzt kommen wir wieder zu ein kleines und feines Spielchen. Das ist nämlich, was auch bei der Spieleschmiede gewesen ist, Entern. Ein Zwei-Personen-Spiel. Und zwar gibt es dazu dann auch noch die Spielmasse. Die Playmat. Wahnsinn, genau. Das ist echt schön. Wir müssen nicht beide bekriegen, ne? Ja. Entern halt. Entern, ne? Oh, ja klar, so wie das Spiel heißt. Entern, logisch. Genau. So, dann, das ist richtig cool. Oh, das kenne ich noch nicht, das hast du noch nicht gesagt. Das hast du noch nicht gesagt. Oh, machen wir mal ein bisschen auf. Und zwar ist das nämlich, wenn ihr das Spiel kennt, ist das eine Hero Realms Playmat. Geil. Was? Ja. Okay, guckt, ob wir es richtig rumhalten. Genau. Geil. Genau, dann habt ihr hier eure Playmat und könnt dann... Ja, Feuerjuwelen und so weiter, könnt alles dann hier wunderschön, wirklich wunderschön. Genau. Das müssen wir uns gleich wieder zusammenpacken. Oder zusammen. Genau. So, und jetzt einer der größten Highlights. Trommelwirbel. Vielleicht muss ich das im Video anschneiden. Ja. Und das ist nämlich... Azul. Und zwar... Ihr seht schon, das ist noch unser Exemplar. Das andere kommt noch, beziehungsweise mein Exemplar. Das neue Spiel kommt noch. Und Oder kommt vielleicht nie. Landet irgendwo mit der Post bei mir, ich weiß es nicht. Ja, es wird schon klappen, denke ich. Eines der geilsten Spiele ever. Genau, eines der geilsten Spiele ever. Und das könnt ihr dann auch noch gewinnen. Das war auch schon das... Was ist das letzte? Das war schon das letzte. Genau. Diese Sachen könnt ihr alle gewinnen. Und wir haben es eben kurz gesagt. Ja. Abonniert uns, gebt dem Video einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar. Dann habt ihr eine Chance, eins von diesen Spielen hier zu gewinnen. Richtig, genau. Und dann, je nachdem, wir können noch dazu fügen, zum Beispiel, warum ihr gerne Brettspiele spielt. Genau, das könnt ihr noch gerne machen. Schreibt dahin. Das würde uns interessieren. Wir lieben auch einfach andere Inspirationen zu bekommen. Warum? Warum ihr Brettspiele liebt oder warum ihr damit angefangen habt. Andere haben wir schon seit der Kindheit. Ich habe es auch in der Kindheit, aber ich kam erst spät. Gott, jetzt kommt meine Trauergeschichte aus meiner damaligen Zeit. Aber nein, vielleicht irgendwann kennt ihr ein Video, wo wir uns darauf können wir auch nochmal aufmerksam machen. Richtig.
Da haben wir ein Video gemacht. Das sind wir noch nicht zugekommen, tatsächlich leider. Aber das werden wir Es mal wird bald verlinken. kommen. Es wird bald Genau, kommen. könnt ihr gerne noch Fragen stellen. Das Werden wir auch, nochmal verlinken. wenn es euch interessiert. Wenn es euch interessiert. Genau, damit bleibt uns nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und das geben Dankeschön. wir euch alles wieder hier zurück. Genau, als ein Dankeschön. Ja, was? Bei 3000 gibt es das Doppelte. Ich will jetzt hier Okay, keine falsche Erwartung setzen. komm. Das war der letzte Cut. Du musstest natürlich noch irgendwas machen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Und bevor ich das vergesse, Gott. Und wir wollen uns auch natürlich bedanken. Noch ein kleines Dankeschön. Ist eher so eine Nebensache von uns, ein kleines Nebenhobby ist dann ja unser Instagram-Profil, die Brettspiel-Heroes, wo wir dann auch immer schöne Bilder von uns posten und Hintergründe. Und da haben wir jetzt auch das Jahr 1000, für uns ist es ja auch ein Meilenstein, Genau. die 1000 Abonnenten erreicht bei Instagram. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und ja, das war es dann. Also nochmal Genau. Dankeschön an die Leute, die uns auf Instagram-Profil folgen. Das auch Und nochmal hier auch. ebensächlich. Und hier auch natürlich bei Vielen, YouTube. vielen Dank. Dankeschön. Und ja, damit bleibt es nur noch zu sagen. Bis zum nächsten Video. Auf Ciao, Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.